Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und herzlich willkommen auf meinem neuen YouTube-Video. Und zwar wird es heute um das Thema Neumond gehen. Ich freue mich richtig. Das war nämlich der Hauptgrund, warum ich YouTube gestartet habe, weil ich gesagt habe, damals gab es nicht so richtig coole Videos zum Neumond. Es gab so ein, zwei und ich wusste auch nicht so richtig, was ein Neumondritual ist. Ritual klingt ja auch immer so ein bisschen so, und ja. Deswegen freue ich mich, dich heute bei mir mitzunehmen. Im Prinzip einfach, der Neumond ist für mich so eine schöne Zeit, um runterzukommen, um zu reflektieren, um meine Ziele neu zu setzen, um meine Wünsche nochmal neu aufzuschreiben, um loszulassen auch, um dankbar zu sein, um einfach nochmal so eine Zeit des Reflektierens einfach, ist für mich Neumond und auch Vollmond, dass ich mir da einfach mal so Zeit nehme, mich mal hinzusetzen, mal zu überlegen, was ist den Monat denn gut gelaufen, was ist den Monat denn schlecht gelaufen. Und das mache ich mir dann immer ganz gemütlich. Und ja, ganz kurz so als paar Randfakten. Es gibt den Neumond und es gibt den Vollmond. Vollmond kennen ja sehr, sehr viele. Und das ist, wenn der Mond voll ist. Und der Neumond ist, wenn man den Mond nicht sieht. Es ist immer kurz, davor sieht man noch so ein bisschen was vom Mond, aber dann ist er weg. Und wenn er weg ist, ist Neumond. Und wenn er weg ist und sozusagen Neumond ist, ist die Energie am stärksten. Also der Neumond ist dafür da, um Neues zu manifestieren, um neue Ziele, um neue Wünsche. Und der Vollmond ist dafür da, um alte Dinge loszulassen und um Sachen aufzulösen. Man kann auch nochmal Ziele formulieren, was ich jedoch nicht mache. Ich mache wirklich eher Neumond, Neues und auch Loslassen, aber Vollmond eher so, um Sachen loszulassen und nicht unbedingt um Neues zu kreieren. Und ja, ich habe da für mich jetzt so in den letzten 2 Jahren so ein kleines Ritual gefunden, was so zu mir passt, was mir Spaß macht, was ich gerne habe. Ich versuche auf jeden Fall die Zeit auch immer so zu verbringen, dass mir dann eben gut geht, dass ich Dinge tue, die mir gut tun und mich da gar nicht rein stresse, weil selbst wenn du es nicht an demselben Tag wie der Neumond ist, schaffst, dein Ritual zu machen, diese Energie ist meistens für 2, 3 Tage so stark, dass du sie auch dann einfach noch nutzen kannst für dich. Und ja, ich freue mich, wenn wir jetzt zusammen unser Ritual machen. Und ich nehme dich mit. Und jetzt werden wir als erstes in die Küche gehen und uns einen Tee machen. Ich finde es einfach immer so entspannend, wenn man sich einen Tee macht. Es ist immer cozy, es ist gemütlich. Und für mich ist so ein Tee einfach mehr als nur ein Tee. Deswegen ja, mache ich mir immer zum Neumond oder wenn ich entspannen will, mache ich mir einen Tee. Das ist dann irgendwie alles so viel gemütlicher und genau, deswegen empfehle ich euch das auch. Also ich habe jetzt schon meine Dankbarkeitsliste geschrieben, was ich loslassen möchte und auch meine Ziele aufgeschrieben und zwar für
den nächsten Mondzyklus, also bis Neumond, und dann aber auch meine Ziele bis Ende des Jahres, habe ich mir nochmal klarer definiert, weil, um ehrlich zu sein, ich hatte sie nicht am Anfang des Jahres richtig formuliert, und das merke ich jetzt gerade, weil ich arbeite auf was hin ohne Ziel und das macht keinen Sinn. Und beziehungsweise habe ich sie mir aufgeschrieben, ich finde sie aber nicht mehr und das ist nicht gut. Deswegen habe ich jetzt mir nochmal nachgedacht und nochmal überlegt, was so meine Ziele jetzt sind für das nächste halbe Jahr, was ich erreichen möchte, was ich schaffen möchte, wie ich mich fühlen möchte. Und ja, habe mir jetzt dafür so ein kleines Vision Board. Das habe ich mir jetzt hier so schön an meinen Schreibtisch hingestellt, damit ich halt einfach jeden Tag, wenn ich sowieso am Hustlen bin, dass ich dann so meine Vision sehe und warum ich das mache, habe mir hinter meinem Büchlein auch noch ein paar Ziele aufgeschrieben, beziehungsweise es gleich als Affirmation und in der Gegenwart als Manifestation halt aufgeschrieben, dass ich das immer wieder vor Augen habe und immer wieder wiederhole. Und damit bin ich richtig happy, weil mir hat sowas echt gefehlt. Ich hatte das die ganze Zeit hier stehen, aber immer nur mit einer Postkarte, und zwar mit der hier. Und mir hat da irgendwie was gefehlt und deswegen bin ich richtig happy, dass ich das jetzt auch an Neumond gleich gemacht habe, weil wir werden es auch gleichzeitig manifestieren. Und darüber bin ich jetzt echt happy, dass ich das jetzt hier auf meinem Schreibtisch stehen habe. Ich werde jetzt auch gleich noch eine Meditation machen und da freue ich mich auch gleich drauf. Dann versuche ich euch auch ein bisschen was zu filmen. Auf jeden Fall Neumond, Vollmond reinige ich auch meine Kristalle. Alle mache ich nicht, weil ich es auch nicht schaffe und es sind zu viele, die ich nicht benutze. Deswegen reinige ich die, die ich aktuell benutze, und ich habe mir etwas Neues gekauft. Das ist so schön. Ich war heute bei TK Maxx. Ich kann nicht mehr. Die ist so schön. Die ist so schön, so wunderschön. Ich glaube, ihr könnt es erkennen. Ich habe mich echt verliebt und dann habe ich sie, ich habe das gar nicht so gesehen, aber dann habe ich sie ausgepackt und die so kleine Pünktchen da. Wie süß ist die? Ich mache die jetzt mal um, dass ihr das mal kurz seht. Aber die ist echt so schön und deswegen dachte ich mir, die kommt auf jeden Fall mit. So richtig filigran, richtig schön. Ach, ist die toll. Ich hoffe, ihr seht das richtig, aber die ist so toll. Herrlich. Und die werde ich jetzt auf jeden Fall auch noch mal reinigen.